So, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Sui. Tschüss, Popo-Pirat. Warum passiert das mit dir dauernd? Kannst du mir das sagen? Das ist nur das zweite Mal. Mann. Geil. So, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sui vs. Oh yeah, heute wieder mit Mario Kart 8 und... dem Jan. Hallo. Dem Jan. Heute wird sich ein für alle Mal herausstellen, wer von uns jetzt hier besser placed, würde ich sagen, oder? Mhm. Cool, schön. Hallo, hallo. So, hallo. Willkommen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten. Ihr seht doch gerade, wir sind nur zu 11 heute. Mhm. Weil einer kommt einfach nicht rein. Das ist sehr schade, aber tja, da kann man leider nichts machen, wenn Wi-Fi sagt, nö. Okay, Jan, unsere Größenunterschiede, oder? Wollen wir loslegen? Die Leute sind gut drauf. Wir haben schon ganz viele Nachrichten hier gerade gepostet bekommen. Alles klar, alles klar, alles klar. Guckt euch das an, Leute. Alle sind richtig aufgeweckt. Bist du bereit, Jan? Alles klar. Ich traue mich nicht. Etwas Nachsicht, bitte. So, wir haben heute leider wieder keine DLCs da. Was soll's? So. Rennen starten. Jawohl! Es geht los. Bitte warten! 150. Ohne Teams. Alle Items. Ohne Kopf. Das steht jetzt erst bei mir da. Alle Fahrzeuge. Irgendwann muss ich mal Mario Kart ohne Items fahren, um zu gucken, wie das so ist. Oder nur mit Bomben. Nur Bomben, genau. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist sehr witzig. Auf zu den Steinblock-Ruinen. Es sind immerhin zwei schon mal da, die das auch wollen. Also, noch einer neben dir. Ja. Oh nein, schnell, Jan, was sollen wir machen? Okay. Der Popo-Pirat, so heißt er, der Mii heißt wirklich so, ne? Ja. Das wäre doch mal schön, wenn der Popo-Pirat es schafft, dann hätten wir einen tollen Namen in der Rubeshalle. Heißt aber nicht, dass du jetzt trotzdem gewinnen lässt. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben generell schon wieder, wir haben generell ziemlich viele lustige Nicknames dabei heute, finde ich. Also Namen, die ich cool finde. So, Jan, bist du ready heute? Natürlich. Meine Mii stehen da mit offenem Mund. Bis auf eine, die denkt sich, Bei mir haben gerade alle den Mund... Was ist denn los? Was ist denn los? Es ist alles so langsam heute, Jan. Findest du das nicht auch? Geht. Kenne ich schon von Mario Kart. So. Ja, okay. Du hast ja ein bisschen mehr gespielt als ich noch. Ein bisschen viel mehr gespielt. So, heute mache ich ernst. Heute habe ich jetzt Rosalina wieder ausgepackt. Ja, ich spiele heute auch Rosalina. Ich habe es immer gesagt wieder, warum spielen alle Rosalina Mario Kart? Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach auch, weil ich habe es am Anfang bei Mario Kart 7 habe ich es auch gemacht. Also, vielleicht bringt mir das ja Glück. Vielleicht können wir irgendwann starten. Das Rennen könnte vielleicht auch mal losgehen. Wäre irgendwie cool. Entweder ist das Wi-Fi heute Müll oder wir haben Leute dabei mit einem Holzmodem. Oder beides. Oder beides. Ah, guck mal, es geht tatsächlich mal los. Mal gucken, ob sich jemand durch die Strecke teleportieren kann. Ja, würde mich nicht wundern. So, ich bin Erster, das ist doch bestimmt ein Fehler, oder? Fragt sich nur, für wie lange bist du Erster? Ja, okay, jetzt werde ich gerade überholt. Von dir unter anderem. Das kann aber nicht sein hier, Jan. Doch, alles hat seine Richtigkeit. Wir haben doch alle Competition laufen. Die Rosalinen sind Erster, glaube ich das. Wie glaube ich das? Ist ja nichts Neues. Das muss lag sein. Ja, okay. Mario Kart geht direkt wieder los. Wieso? In der Sprungschance ist mir jemand mit einem grünen Panzer reingefallen. Und jetzt bin ich Neunter. Ach ja. Instant. Wunderbar gemario kartet. So. Aber es ist ja noch nicht vorbei, wie Lucario einst sagte. Aber auch nur einst. Leider jetzt nicht mehr. So, ein bisschen was? Ja genau, jetzt leider nicht mehr. Ich fahre jetzt extra nicht die Abkürzung. Habe ich auch gerade nicht gemacht. Ich muss heute safe fahren. Ich muss das Ding jetzt mal safe nach Hause holen hier heute. So. Was ist also gerade aufgefallen? Es fahren vier Rosalinas mit. Vier? Wow, was ist denn heute los? Der Rosalina-Day. Ah, schön. Ich bin auch mit dem Pilz über eine Sprungschanze gefahren und auf jemanden drauf gelandet, der gerade einen Stern hatte. Schön, oder? Gut. Ah, so. Aber ich bin trotzdem Sechster irgendwie noch. Ja, ich sehe gerade, die Ersten sind mir alle zu weit weg. Ich bin in einen Blitz gefahren. Überholt mich jemand, fällt in den nächsten Blitz und fällt den Abgrund erstmal runter. Sehr gut. Nein. Oh Gott. Jetzt hätte ich beinahe zu spät in die Abkürzung reingedreht. Wow, ich krieg tatsächlich immer das gleiche Item, immer drei Pilze, aber da beschwere ich mich immer nicht. Ich nehme wieder nicht die Abkürzung, trotzdem, ich habe Angst. Mein Schicksal, das ist wieder faszinierend. Mein Schicksal wurde in dem Moment besiegelt, als ich am Anfang von dem grünen Panzer die Sprungschance hatte. Schon wieder drei Pilze, sag mal. Habe ich aus Versehen was Falsches eingestellt? Also, ich krieg allerlei Items. Und wieder drei Pilze. Verkacke gerade so ein bisschen.
Es lief so gut und dann, gerade? Als ich vom Blitz getroffen wurde, habe ich so ein bisschen verkackt. Nee, da möchte ich nicht reinfahren in den Blitz. Nein, den Blitz will ich auch nicht unbedingt reinfahren. Also ich habe ja nichts gegen Blitze, aber... Haben wir zwei rote. Gegen den schon. Ein Pilz, na super. Nein! Wie mich von kurz vorm Ziel noch ein roter Panzer in den Abgrund schmeißt und mich zum siebten macht. Ich glaube, ich bin Vierter geworden. Alter! Ich wäre Vierter geworden. Achter bin ich sogar geworden im Endeffekt. Ja, das ist doch gut. Ja, ich würde sagen, ich habe einen kleinen Vorsprung dir gegenüber. Ich wurde gemario-kartet. Du bist richtig hart gemario-kartet. Ja. So, das ist schon mal ganz der vier Rosalinen. Wie kam das? Wie kommt das auf einmal? Ich habe keine Ahnung. Ich war die ersten beiden Runden lang durchgehend Erster und dann werde ich am Ende Achter. Tja, Jan. Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Ja. In der zweiten Mario Kart Folge. So. Brr. Sind wir auch immer 12? Ja. Oh, ich glaube, der eine ist nachgejoint, der eben nicht konnte. Aber gut, er hat jetzt wahrscheinlich eh keine Gewinnchancen mehr. Wieso auch nicht? Fahren wir wenigstens zu 12 weiter. Fahren wir wenigstens zu 12, das ist ja auch Wurst. Jo. So. Etwas Nachsicht bitte. Moment. Alles klar. Einfach, aber ich wollte noch hinschreiben, das war nicht fair. Das war nicht fair. Oh, wie schade. Du willst Bowser's Castle. Guck mal da. Da sind nette Leute bei. Die wollen auch unbedingt die Steinblock-Ruinen. Ich möchte wenigstens einmal während dieser Challenge spielen dürfen. Das wäre schon ein kleiner Traum für mich, der da in Erfüllung gehen würde. Perfekt. Das wäre ein Traum. Perfekt. Der Traum wird wahr, Jan. Was sagst du? Wie findest du dafür? Alle stehen wieder da. Was sagst du dazu, wenn Träume sich erfüllen? Da musst du dir neue Träume suchen, die du dich erfüllen kannst. Okay, jetzt wenigstens mal ein paar Leuten die Chance auf den Pott vermiesen. Das klingt aber so gemein, wenn ich das sage, oder? Klingt das gemein? Nein. Nein. Du willst auch dein Bestes geben. Genau. Und den Leuten, den mies dabei zusehen, wie sie gerade mit offenem Munde dastehen. Vielleicht fliegt da noch eine Fliege rein. Ja, tatsächlich. Das ist eine von den anderen. Also der eben nicht reinkam, glaube ich. Mhm. Ja, das ist Plattkäfer ist, glaube ich, auch zwischendurch rausgeflogen. Naja, aber es hat ja nur ein Rennen mitgefahren. Trotzdem, oder? Ja, und ist wieder drin, aber. Ach so. Ja, deswegen 0 Punkte auch. Ah. Oh, wir fangen heute mal ein bisschen schneller an. Ja. So, eine Rosalina ist vor mir. Ich klaue direkt mal den Windschatten. Oder also auch nicht. Bei mir sind zwei Rosalinas vor mir. Ja, eine davon bin ich. Kriege ich jetzt wieder Pilze? Verdammt, ich wollte das nicht machen. Also, ich kriege hier dauerhaft nur Münzen. Und Münzen sind gut. Ja, aber wenn du schon 10 hast, dann bringen dir die ganzen Münzen auch nicht mehr. Das war jetzt halt bei der letzten Strecke so die ganze Zeit. Ach so. Ich hatte die ganze Zeit volle Münzen und habe nur noch mehr Münzen bekommen. So, wo kommt ihr jetzt schon wieder alle her? Oh, ich wurde wieder von einem Boomerang getroffen. Ich wette, das ist mein sicherer Untergang für alles. Oh, wow. Münzen ohne Ende. Ja. Item weggeschnappt. Ihr seid so fies zu mir. Das ist wieder eine Abkürzung. Hui. Gut, dass ich da meinen guten Partner noch hatte. Da fliegt ein möglicher Scheiß rum. Ja, Feuerbälle vor allem. So. Ich bin so in der soliden Mitte. Das Problem ist, die solide Mitte ist für mich bei Mario Kart irgendwie immer noch die schlechteste Position. Wow, ich glaube, wir hatten gerade alle einen roten. Wieso? Wir sind alle drei hintereinander weg angegriffen worden. Ich fahre jetzt mal hier lang, da kann mich nichts treffen. Was? Wo hat mich der noch erwischt? Betrug! Wow, ganz knapp gerade. Wobei. Habe ich gerade nichts gegen, dass ich von einem Ding erwischt wurde. Ich bin wieder Erster, weil mich der Blaupanzer so nicht erwischt hat. Du bist Erster? Ja, aktuell schon. Oh, dann bin ich Zweiter, weil ich sehe dich. Gut. Nein! Oh mein Gott! Er hätte mich fast mit diesem komischen Boost-Angriff vor allem, in den Tod gerammt. Huch, wann wurde ich denn überholt? So bin ich jetzt Zweiter. Ja, der hat mich gerade weggeboxt schon. Hui! Das so. War interessant. Ja, ich hab's gesehen, es sah witzig aus. Mann, warum braucht das Item so lange zum Erscheinen? Hat das auch was mit Lag zu tun? Das ist manchmal so beim Online-Spielen, dass dein Item nicht direkt quasi mit dem Knopf rausholen kannst, sondern dass es dann so irgendwie ein bisschen laggt. Ich wurde gerade wieder ein bisschen gemario-kartet. Mhm. Der erste wurde auch gerade gemario-kartet. Auf den sechsten gefallen. Weil da kam ein blauer vorbei und alles andere auch. Wieso kann ich auch nicht auch mal drei rote oder so kriegen? Na? Yes, Erster! Was?
Ja. Och man, ich war doch die ganze Zeit Zweiter. Und dann auf einmal, weißt du, gerade eben, ich sehe von hinten kommt ein Item. Mein Item so scrollt langsam, langsam, langsam. Ich so, ja, hallo, hallo, hallo. Ja, wie gesagt, manchmal kann man es leider nicht wegdrücken. Aber ich glaube, gerade der Weezy wurde gut, ja, gemariokart. Er hat mich überholt, einmal, blauer Panzer, fällt wieder nach hinten. Überholt mich noch immer, blauer Panzer, fällt wieder nach hinten. Der hat in 2 Runden 2 blaue Panzer abbekommen. Ach ja. Aber Jan, wir müssen jetzt irgendwie mal Zweiter und Dritter mindestens werden, weil wir haben gerade gute Chancen. Also ich bin gerade Dritter. Ja, mit 4 Punkten Abstand zum Ersten. Ich bin traurig, Jan. Das war eine so gute Runde und dann auf einmal wieder... Ja, so ging's mir im letzten Rennen. Nur habe ich es diesmal sogar ein bisschen weiter nach vorne geschafft. Was nehme ich denn für eine Strecke? Also die Steinblock-Ruinen waren sehr schön. Die darfst du gerne nochmal nehmen. So. Oh, nein. Mach doch sowas nicht. Das ist deine Lieblingsstrecke? Ja, natürlich. Also nirgendwo fahre ich lieber gegen Busse als auf der Autobahn. Ja, wunderbar. Du weißt ja, wie gut ich fahren kann, ne? Ich fahre überall gegen. Jan, müsst ihr wissen, er fährt Mario Kart. Also er hat seinen Führerschein durch Mario Kart erhalten. Guck mal. Und dann bekommen wir auch noch deine Strecke. Ja, wunderbar. Nee. Die Mies sind erstmal wieder... Mach den Mund zu, es kommt Luft raus. Geile Strecke, aber jetzt geht's wieder ein bisschen schneller immerhin. Mhm. Ärgerlich, ärgerlich. Aber egal. Es ist noch vieles drin. Findest du das nicht auch, Jan? Es sind immerhin 12 Leute in diesem Raum, von daher ist vieles drin. Ja, das sowieso. So. Dann gib mal Gummi Lucky 2 hier. Der trollt uns, merkst du das? Der wartet immer so mit. Ja, jetzt vielleicht. Ah, nein, ich überrasche sie noch ein bisschen. Ja, glaubt ihr, ich fahr los? Nee. Na dann, ab auf die Autobahn. Wie hieß die Strecke nochmal? So. Toads Autobahn oder so? Ich glaub schon. Wie ich gerade gekonnt, erstmal voll stylisch an dem Auto vorbeislide. Und dann, oh mein Gott, wie viele Leute sind hier. Danke, Whis, dass du mir alle Münzen vor der Nase wegfährst. Das ist sehr nett von dir. Oh Gott, da hinter mir ist ein Piranha-Pflanzentyp. Ich hätte gerne mal ein Item so irgendwie. Ja, ich habe auch endlich mal eins. Au! Hab mich erstmal... Nein! Oh Gott! Gut, dass ich vom Gas runtergegangen bin. Sonst wäre ich voll in den nächsten Bus gefahren. Der Mr. Green hier will mich einfach weghauen. Oder der Whis, was ist das jetzt schon wieder? Alter, hier fliegen 1000 Feuerbälle rum. Behalt die mal für dich. Ich brauch keine Feuerbälle. Bist du schon wieder Erster? Nee, Zweiter. Wurde vom Ersten minimal überholt, weil ich einfach keine Münzen bekomme. Ich glaube, ich habe eh wieder verkackt, weil ich wieder im Mittelfeld bin. Item, schneller bitte. Das nervt, das hatte ich noch nie, dass die Items so lange zum Spawnen brauchen. Wie gesagt, das passiert online manchmal, wenn, ich glaube, die Verbindung nicht allzu stabil ist. Dann kann es mal passieren... Fall ist. Ja, dann kann es mal passieren, dass du die Items nicht quasi herdrücken kannst. Ja, so wie leider gerade die ganze Zeit. Ja. Nein, ich bin voll in den Bus gefahren. Cool, was hat mich da getroffen? Keine Ahnung, ich habe auch noch einen Pilz. Also, lasst mich durch. Ich habe einen Pilz, lasst mich durch, ne? Ja. Oh, yes. Gott, ich sehe ja 1000 Sachen, die explodieren. Also, ich würde nicht so gerne explodieren. Du willst nicht explodieren? Nee. Das könnte wehtun. Oh. Ich bin erstmal gegen die Brücke gefahren. Also das Item dieser Aufnahmesession bei mir ist definitiv der Pilz. Der Dreierpilz. Pardon. Und deine Dreier. Hey, er kommt wieder mit einem Stern. Lass mich raten, der überfährt mich. Das bin ich. Ich überhol dich einfach und krieg noch einen Dreierpilz und hau die Alina für dich weg. Und ich krieg das nutzloseste Item aller Zeiten. Den Tintenfisch. Bin Dritter, glaube ich. Ja. Was bist du geworden? Ich glaube, du gewinnst gegen mich, Jan. Bist du nicht direkt hinter mir gewesen? Ja, Vierter. Ich hab dir mal die Alina auf den 5. Wo hab ich? Ich hab die Alina auf den 8. Platz gehauen. Ups. Ups. Der Plattkäfer da. Ich hab dir ein bisschen geholfen. Du musst jetzt unbedingt irgendwie Erster werden. Ja gut, Alex und Weezy da, Ja, das geht. Du musst nur Erster werden und die anderen beiden... Ja. Moment, da muss ich mich mal kurz bei ihr entschuldigen. So, was nehme ich denn als finale Strecke? Die Wario-Abfahrt ist cool. Ich behalte weiterhin meine Bowser-Festung. Stimmt, die hätte ich eigentlich auch mal nehmen können. Dang it, ich kann nicht mehr zurück. Du könntest aus dem Raum rausgehen. Ja. Tja, Leute. Ist vorbei. Einer ist wieder weg übrigens. Tatsache. Ich glaube, der Popo-Pirat.
Ja. Hm. Und nochmal die Strecke zum Abschluss. Ist das nicht der Erster war, sogar der Zweiter? Nee, Uzi und Alex sind noch da. Okay, da ist Alex, alles klar. Alles klar. Der Fabian ist rausgeflogen. Mhm. Und weiter geht's. Mensch, sehr instabiles Rennen heute. Ja. Oh, das war kein Ultra-Blitzstart, aber den kann ich sowieso nicht, deswegen versuche ich ihn noch gar nicht erst. Na, schöne Strecke nochmal zum Schluss hier. So ab und zu. Oh, man kann die Items wieder reindrücken. Endlich. Wow. Ah. Da wurde ich von einem grünen Panzer erwischt. Boah, ob ich gerade Gummi gebe hier, Alex. Und von einem Boomerang. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Jetzt bin ich nur auf dem 10. Platz. Jetzt möchte ich meinen dritten Platz nicht aufgeben. Ah, ich war Zweiter. Und jetzt werde ich zweimal von irgendeinem Scheiß getroffen. Das Feuer war meins, sorry. Hoffentlich zu entschuldigen, das meinst du nicht mal ernst. Doch, weil ich einfach nur random irgendwie die Gegend geschossen habe. Ich habe ja nicht mal gezielt oder so. Weißt du, Pilze sind an sich immer ein gutes Item. Aber wenn ich so auf dem 8. Platz bin, hätte ich gern mal was anderes als 3 verdammte Pilze. Ich hatte auch 3 Pilze. Mann, ich hätte fast seinen Windschatten genommen. Aber du fast. Huch, irgendjemand ist mit einem grünen... Ich hab den Kumba über Panda weggeschossen. Ups. Irgendjemand ist mit einem grünen Panzer reingefahren. Wow, das war knapp. Das. Warst du das mit dem Stern? Ja. Wie du mich gerade noch mit dem Stern umhauen wolltest, du Sacknat. Also bei mir habe ich dich getroffen sogar. Nee, bei mir hat der Stern gerade kurz bevor du mich getroffen hast aufgehört. Hallo, wie lange hält der Stern an hinter mir? Vielleicht sind es 2 Stunde mit Sternen. Erstmal. Nein! Was? Das war interessant. Ich bin gegen die Sprungschanze von der Seite geknallt und habe trotzdem meinen Schirm aktiviert. Komm, den Weezy kannst du noch den Sieg verderben. Er ist gerade genau vor dir. Ja. Aber leider auch genauso viele Pilze wie ich. So. Immer mit Windschatten überholen und mit dem Pilz. Und ein Roter, der mich jetzt trifft. Ups. Jawohl. Den wollte ich nicht abschießen. Und wieder nur 3 Pilze. Ich hasse dieses Item gerade, weißt du das? Es bringt mir hier nichts hinten. Nee. Eigentlich nicht so wirklich. Na, habe ich leider nicht getroffen. Oh, 3 rote Pilze, danke dafür. Wow. Bist du gerade hier neben mir gewesen? Nö, ich komme ja nicht voran, weil ich immer nur 3 verdammte blöde Pilze kriege. Oh, das war schon die letzte Runde. Ups. Ich bin 6. geworden. Achter. Das heißt, wir haben diesmal keinen Gleichstand. Nee, du hast gewonnen. Dann kann ich dich endlich austauschen nächstes Mal. So. Hey, guck mal, ich habe immerhin jemanden noch den 3. Platz vermiest. Ja, immerhin. Das ist doch schön. Das ist immer die Freude, wenn man jemanden irgendwas vermiesen kann, nicht wahr? Ja. Ach, Leute, nee. Irgendwie war das heute sehr komisch. Wie oft... Ich muss mal zählen, wie viele Dreier-Pilze ich bekommen habe, wenn ich eigentlich vielleicht mal einen roten Panzer gebraucht hätte oder so. Na dann. Jedenfalls Glückwunsch an Alex und Weezy. Ja, haben sich gut den angestellt. Ja, und Jan... Wie findest du das? Guck mal, komm, hol ich meine Rosalina wieder raus, schon kann ich wieder was. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch mal, das war jetzt meine zweitbeste Leistung mit Rosalina. Mhm. Na gut, aber weißt du was, irgendwie, es ist schon Tradition, eigentlich müsstest du jetzt jedes Mal dabei sein. Liebend gerne. Wir haben uns irgendwann auf die ersten beiden Plätze hoch. Ich sag jetzt einfach mal, das war nicht fair, weil Mario Kart eh nie fair ist. So. Moment, das aber war ein Spaß. Schönes Spiel. Ja. Mit Bewegungssteuerung. Ja, fast. So, was kann ich noch sagen? Ich hau ab. Ich auch. Gute Nacht. Tschüss. Und raus. Schönen Dank. Bin weg. Danke fürs Spielen. So, Leute, das war Mario Kart 8 Sui Versus für heute. Nächste Woche, Donnerstag, geht's weiter mit Mario Kart 8. Und morgen mit Splatoon Let's Wreck Sui. Ja. Wie wir es ja letzte Woche umgetauft haben. Aber wer weiß. Vielleicht dieses Mal nicht. Jo. Wer's glaubt. Leute. Bis dann. Ciao. Tschüss.